Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Wir sind in Hyboria und spielen Conan Exiles. Freunde, was ist los? Was ist geschehen? Na klar. Wir hatten, nachdem wir unsere Purge Base gebaut und eingeweiht haben, mit einer Purge der Stufe 2, sind wir jetzt soweit, dass wir sagen, okay, wir müssen erhöhen. Wir zeigen ein bisschen, was in die Schatzkammer gepackt und was passiert. Ach du Scheiße. Das steigt gleich auf Purge Stufe 6. Egal, wir riskieren es jetzt. Alles oder nichts. All in. Wohlstand verkünden. Ob es anschlägt, wir werden sehen. Wo ist mein Leibeigener? Kommt gleich. Wir werden mal gucken, ob sie sich wieder aufbaut. Beim letzten Mal hat sie sich da unten aufgebaut. Erhofft hatte ich sie da oben. Wir werden sehen. Boah! Wow, 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 wow. Also das ist ja ein bisschen dicht jetzt, ja? Freunde. Ich glaub's nicht. Warte mal, ich habe ja keine Pfeile. Ich hole mir mal ein paar Pfeile. Wir wollten eigentlich autark kämpfen, aber das ist mir jetzt ein bisschen fettig hier. Was, wer quatscht hier? Da durfst du jaulen, kämpft ihr Hunde. Alter, das ist Kopf. Das ist richtig Kopf jetzt. Nee, hier sehe ich ja nicht. Oh, Freunde. Hammerhart. Okay, immer weniger. Da unten sind sie durch. Ja. Ich kann hier ja nicht sehen, verlotter Mief. Mief, Mief, es geht alles schief. Wir kämpfen mal ein bisschen mit. Ich schieße hier, wie gesagt. Ach, kick mal da oben. Säuberung, Progress töten. 10 von 100, Kinder. Kann sich ja nur um Witz handeln, wa? Der zählt also wirklich nicht das, was meine Jungs machen. Nur das, was ich hier selber wegknalle. Tatsache. Falls jemand fragen sollte, ja, wir haben 14 Leute gekillt. Hm?
Es ist so unter normalen Umständen nicht zu erledigen. Das zeige ich. Also, die Purchase zu schaffen, ja, keine Frage. Aber du kriegst es nicht hin, hier 100 Leute in der Purge zu töten. ...38 habe ich, falls jemand fragen sollte. Und da musst du ja im Prinzip... Im Prinzip musst du schon auf deine ganzen Bogenschützen verzichten, damit die dir nicht irgendwas kaputt machen. Also, ich meine jetzt kaputt machen. Nicht, dass die dir aus Versehen eben töten, den du ja bräuchtest, ja? Klar, es kommen hier noch Leute. Du kannst hier noch töten, das ist richtig. Aber... Wenn ich den jetzt töte, ich habe ja keine 100 Mann geschafft. Ich habe nur 78 geschafft. Und da haben wir das ganze Problem. Ja, wir haben 5 Schlüssel. Hurra, hurra. Nee. Das ist ja ein Dreck, sag ich euch. Komm raus, Schnecke. Komm raus. 3. 4, 5. Mehr Schlüssel habe ich nicht, also krieg die Kisten hier auf. Genau, so ist es. So, jetzt kicken wir, was haben wir hier? Ah, wir haben 2er Kämpfer. Und tschüss. Wir haben Mutant Träger. Ja, den nehmen wir mit. Wir haben Barkeeper. Es ist gerade kein Bedarf an Barkeeper. Wir haben eine schöne Frau. Aber auch die brauchen wir nicht, denn wir sind verheiratet. So. Okay, alles geklärt. Alles geklärt. Das war's. Ja, Freunde. Was lehrt uns das? Wir müssen dran arbeiten. Warum liegst denn du hier noch rum? Soldat. Ist das einer von meinen Leuten gewesen? Nee, ich habe keine Stürchen. Alles klar, Freunde. Das war kurz und schmerzlos. 10 Minuten Purge der Stufe 6. Und wir haben gemerkt, für die Herausforderung, wir sind jetzt bei 79 Kämpfer. Also, nur die Kämpfer, die du tötest, die zählen. In diesem Sinne, sagt schön mit Ö, euer Onkel Nopsi.